Politisch, diakonisch, kirchlich, das gehört für mich alles sehr zusammen, weil ich glaube, dass man über den Himmel nicht sprechen kann, weil man nicht auch über die Erde redet und über die, die auf der Erde zu wenig haben. Ich bin sehr froh, in dieser Kirchengemeinde zu arbeiten und in diesem Kirchenkreis, wo das alles immer möglich ist. Dieser Raum ist manchmal mit großen Emotionen gefüllt. Menschen kommen in einem kirchlichen Raum dichter an ihre Emotionen ran als in anderen Räumen. Menschen weinen hier, Menschen lachen hier, mehr als sonst. Und ich finde, es wird viel zu wenig geweint und viel zu wenig gelacht. Also Kirchenräume stehen dafür, dass Menschen an ihre Emotionen rankommen, die sonst verschüttet sind. So, und jetzt haben wir mit der Gründe gesprochen und er wird die Schirmherrschaft für den Salon übernehmen. Das heißt, man kann sich auch gern an der Gründe wenden, wenn man eine Idee hat, eine Frage, eine Kritik, wenn es irgendwas zu sagen gibt oder irgendwas zu besprechen gibt. Dirk. Ja, schönen guten Abend von mir. Das habe ich über 10 Jahre gerne getan, denn ich denke mal, wenn wir da nicht hinhören, wo Bedarf ist, wer soll es denn machen? Manchmal haben wir über unser Netzwerk andere Möglichkeiten, sprich mein Bruder und ich, oder ich zum Beispiel auch über das BNI. Der eine kennt jemanden, der andere jemanden und man kann ruhig mit anfassen. Das tut keinen weh. Ja, und so kann man auch mal fragen, wenn irgendwo was ist, wie wir schon viele Projekte zusammen gemacht haben, sodass wir auch wirklich mal in der Ausfahrt gesorgt haben, was ja sonst in diesem Rahmen nicht machbar wäre in der heutigen Zeit. Ich sagte, ja, das glaube ich aber nicht, aber ich rufe einfach mal an. Dann habe ich Hans angerufen und nach 5 Minuten sagte er, ja, nee, klar, machen wir. Also dafür alleine schon mal bitte einen kleinen Applaus, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Und die Gage, die der Schattenchor sonst bekommen hätte, müssten wir eigentlich mit zum Spendenergebnis rechnen. Wir haben einiges vor. Wir nehmen zurzeit eine CD auf. Das ist ja auch sehr viel Arbeit. Sehr umfangreich. Ich habe die ersten Sachen schon gehört, wunderbar. Ja, warst du zufrieden? Ich war zufrieden, ich weiß nicht, ob Jens zufrieden war, ist ja immer wesentlich kritischer als ich Laie. Ja. Aber er nickt, er war auch zufrieden. Aber weißt du, das soll ja für die Zuschauer sein, das soll ja nicht für Jens sein, deswegen frage ich dich. Ungelogen, ich habe es bei Geburtstagsbesuchen gehört, dass Jubilare, die im Schentichor singen oder gesungen haben, gesagt haben, der Schentichor ist das Wichtigste in meinem Leben. Ohne mit der Wimper zu zucken, ganz ernst gemeint, der Schentichor ist das Wichtigste in meinem Leben. Und so einen Kampfnamen muss man sich auch erstmal erarbeiten. Natürlich ist Amazon mein größter Konkurrent. Ich betreibe das Bücherforum seit 27 Jahren. Ich habe angefangen in der Bahnhofstraße 88 und in der Bahnhof. Nach 4 Jahren bin ich in die Bahnhofstraße 11. umgezogen und vor 3 Jahren in die Bahnstraße 20. Dass PBG geschlossen hat, das macht auch mich betroffen, natürlich. Natürlich kann man erst sagen, so ganz vordergründig, ja toll, jetzt kommen die alle zu mir. Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick aber, die Neu-Wurmsdorfer haben jetzt einen Grund mehr, zu Hause zu bleiben am PC. Und langfristig ist das für den Ort eine Katastrophe, weil solche Schließungen auch gerne mal so einen Domino-Effekt haben. Ich habe den Satz von, das ist behördliche Sprache und ich habe das von Jobcenter zitiert. Von dem Bestehen einer Partnerschaft ist auszugehen, wenn eine gewisse Ausschließlichkeit der Beziehung gegeben ist, die keine vergleichbare Lebensgemeinschaft daneben zu ist. Ich muss jeden Tag mich mit solchen Sätzen beschäftigen. Okay.
Und ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich habe ein Kompliment für Mustafa und ein Kompliment für den Ort Neu-Wulmsdorf. Kurz vor Heiligabend hatten wir, ist uns der Josef im Krippenspiel mit weggebrochen. Der wurde krank. Und Mustafa hat die Rolle des Josefs übernommen. Und das ist das Kompliment für Mustafa. Und jetzt kommt das Kompliment für Neu-Wulmsdorf. Am nächsten Morgen, es war Heiligabend um 10 Uhr, hatten wir also einen Kabbelgottesdienst mit Krippenspiel und Mustafa war der Josef. Und hier waren also 250 Leute, jede Menge Eltern, jede Menge Kinder. Und kein einziger hat irgendwie das als Besonderheit wahrgenommen, dass Mustafa den Josef spielt. Es war wie selbstverständlich. Großes Kompliment für Neu-Wulmsdorf. In diesem Jahr wird die Wahl ganz besonders wichtig sein. Warum? Das werden uns unsere Politikexperten, die wir hier sitzen haben, jetzt in den nächsten Minuten gleich sagen. Ich stelle noch mal kurz die Runde vor. Wir haben ganz rechts Frau Dr. Cornel Babender-Erde von der CDU. Sie ist Kandidatin für die Europawahl im Mai, auch hier für unseren Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Zu ihrer Rechten sitzt Jens Kock. Das ist der neue Vorsitzende von den Grünen. Kennen viele von Ihnen vielleicht auch noch nicht, von den Grünen Neu-Wulmsdorf, weil sich das, glaube ich, erst in den letzten Wochen ergeben hat, Herr Koch, dass Sie die Position übernehmen. Das kann man so sagen, ja. Neben Herrn Koch sitzt Svenja Stadler von der SPD, Bundestagsabgeordnete, heute extra aus Berlin angereist für uns. Danke, Svenja Stadler, das finden wir auch ganz toll. Wir wissen, wie anstrengend die Sitzungswochen in Berlin sind und wenn sich dann jemand noch an einem Freitagabend Zeit nimmt für uns, finden wir das einfach großartig. Und dann, dieser Applaus gilt natürlich auch Frau Dr. Babender-Erde, die aus Hannover angereist ist. Auch in der Zukunft hier angekommen, aber jetzt da ist. Und das finden wir auch ganz toll. Und Reinhard Riebshoff dürfte vielen von Ihnen schon bekannt sein, war schon öfter im Talk, hat schon bei unseren Informationskampagnen zur Bundestagswahl mitgemacht und zur, was war das noch für eine Wahl eigentlich? Eine Landtagswahl, genau. Ja, wir hatten schon drei Wahlen jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit. Wichtig ist, uns einfach auch nochmal klarzumachen, dass wir als Europäische Union natürlich ein viel größeres Gewicht auch in der Welt haben. Der Kalte Krieg ist vorbei. Wir haben aber jetzt mit einem Präsidenten Trump, mit einem Putin, mit einem Erdogan, hat sich die Weltlage geändert. Und unsere Werte und unsere auch nationalen Interessen können wir nur in einem starken Europa vertreten. Das können wir nicht allein. Also Alleingänge, mit Alleingängen werden wir in der Welt, so wie sie jetzt ist, in Zukunft nicht mehr bestehen. Und von daher müssen wir alles tun, dass bei der Wahl, die im Mai stattfindet, ganz deutlich wird aus Deutschland heraus, dass wir hier ein Land sind, was Europa braucht und was proeuropäisch ist. Wir können keines der großen Probleme einzeln lösen. Und wir brauchen Europa sehr dringend. Und wenn jetzt über den Brexit gesprochen wird, das mag schon ärgerlich und schlimm sein, aber wenn man hört, was aus anderen Ländern kommt, wenn ich jetzt heute über Ungarn höre, was da kommt, dann ist der Brexit eigentlich noch ganz harmlos. Aber wenn er ungeordnet kommt, dann bedeutet das auch für Deutschland wirtschaftlich eine Einbußen ohne Ende. Und die man auch gar nicht abschätzen kann. Genau, die kann man nicht, weil es ist von Mal zu Mal vielschichtiger, welche Auswirkungen das hat. Deshalb kämpfen wir nach wie vor, dass Großbritannien vielleicht doch noch ein zweites Referendum ausruft. Das wäre ja schön und mit der Hoffnung verbunden. Und das sind ja auch die Signale, die wir von der Zivilgesellschaft bekommen, dass sie diesen Schritt nicht nochmal tun würden, sondern sich ganz klar zu Europa bekennen. Die Haarfarbe, die ich jetzt habe, ist nicht Einstiegsvoraussetzung bei den Grünen, da werden auch Jüngere genommen. Die würde ich eben darüber ansprechen und begeistern zu sagen, Leute, wir haben es, wir müssen es und wir müssen uns dafür engagieren. Und ich finde es auch gut, dass von allen, die neben mir sitzen und wahrscheinlich auch von denen, die jetzt hier im Podium sitzen, wahrscheinlich die gleichen Aussagen kommen, dass sie Europa genießen. Diese neun Neu-Wulmsdorfer Salons erbrachten die Gesamtsumme von 5.823,70. Ja, wir sind sehr glücklich darüber. Genau. Ja,
ich auch. Also ich habe das nicht gezählt und ich finde es toll, wie ihr das gemacht habt, dass ihr das gemacht habt. Und das freut uns natürlich und unsere Gäste sehen jetzt, dass mit diesem Geld mal auch ein bisschen was Schönes passiert und dass man mit Spenden doch eine ganze Menge anfangen kann. Das möchte ich noch, der Wuster als Unterzeile kommt. Wir verlangen noch viel zusätzliches Geld, das ist alles in der Gesamtsumme drin, dem Norbert Meyer von den Windjammers. Wo bist du? Steh mal auf. Der mit seiner unwiderstehlichen Art den Leuten macht, übrigens eines Gutes oder eines Klingelbeutels noch zusätzliche Spenden entlocken konnte.